Tennis das Geleit geben, sondern dass es für uns eben auch Anlass ist, darüber nachzudenken. An seinem Beispiel, was ist uns eigentlich möglich? Und überlegt, das kann sein, dass also in einem Jahr beginnt es, dass hier in Weißkaisen oder was weiß ich, die ersten Waschflugkörner abgestellt werden. Gucken wir dann auch wieder zu, finden wir uns dann auch wieder 30 zusammen und sagen ja. Oder kriegen wir es also in diesen 2 Jahren hin, dass wir wirklich sagen, das wird ein Prozess, der dann nicht so. Das ist also eigentlich ein bisschen der tiefere Sinn dieser heutigen Zusammenkunft, weil natürlich Dennis verurteilt worden ist, sondern es hat selbst, also hier die Polizisten haben gesagt, dass das also 90 Tage ein relativ hoher Satz ist, wenn man also auf dem Fußweg schreibt, Tatort Atomwaffe. Das sind also 90 Tage. Ich habe also das Urteil von dem Berliner Richter gelesen, der also die 2 Leute, die das Brandenburger Tor gesprüht haben, verurteilt hat. Und die haben also 200 Stunden gemeinnützige Arbeit bekommen. Und der Richter hat in seiner mündlichen Darlegung gesagt, sie werden mich sicherlich vorbeigehalten, aber ich sehe mit Achtung auf sie, weil sie ihr persönliches Sein zugunsten der Gemeinschaft aufs Spiel setzen. Und dafür verdienen sie meine Hochachtung. Also ich denke, das ist, zeigt, wie unterschiedlich Gerichte handhaben können. Und bei Dennis war es eben so, dass dort steht, ziviler Ungehorsam ist also immer mit Gesetzesübertretung verbunden. Und demzufolge ist also ziviler Ungehorsam nicht zulässig. So, und da merkt ihr also, wie uns die Hände gebunden werden. Und wir müssen uns wirklich überlegen, wie können wir das machen, dass nicht der Einzelne aus dem Graben rausspringt und dann auf ihn geschossen wird, sondern wie wir das also gemeinsam hinkriegen. Das wäre also so sicherlich Dennis sein Vermächtnis, dass er die 90 Tage, die er hier für uns mitverbüßt, dass er da also auch weiß, es war ein Denkanstoß an alle. Dennis, du hast jetzt zunächst das Wort. Ich nehme dir mal. So, falls übersetzen würde er machen, wenn du langsam genug sprichst. Nee, ist auf Deutsch. Ach, sagt Deutsch. Oh, ja, dann. Wäre es möglich, dass du dich da einstellst wegen der Sonne? Dennis, is it possible for you to have? Yeah. He wants you to go down. I have a better picture. I'm glad to see the Veterans for Peace here. I've been a Veteran for Peace for 16 years. Ich bin hier heute als Bürger der Vereinigten Staaten, der sich dafür einsetzt, amerikanische Atombomben aus Deutschland zu entfernen. Ich trage keine Schuld, aber ich bin verantwortlich. Als US-Bürger bin ich verantwortlich für das Atombombenproduktionssystem in den USA. Vom Plutonium, das in Hanford Endreaktor im Bundesstaat Washington hergestellt wird. Über die Reinigung und die Erweiterung des Plutoniums in Rocky Flats, Colorado, den Bau der Wasserstofffusions Secondary Stufe in Oak Ridge, Tennessee, die nicht-nukleare Unmantelung und die elektrischen Teile in Kansas City, Missouri, bis hin zur Entmontage der Atombombe in der Pantex-Anlage in Texas. Neue Anlagen werden auch in Los Alamos, New Mexico und Savannah River, South Carolina gebaut. Ich bin zurück im Balzener Gefängnis, nicht weil ich wieder Kriminal werde, sondern weil mein zivil
Widerstand, die Öffentlichkeit auf ein neues atomares Wettrüsten aufmerksam machen wird, das jetzt mit Bomben und neuen Kriegsflugzeugen voranschreitet. Das Lebensverlängerungsprogramm für Atombomben und Raketen wird in den nächsten 30 Jahren $1 Billion kosten, einschließlich 400 B-61-12 Atombomben. 28 Millionen Dollar pro Stück. Die 100 Millionen Dollar pro F-35 Kriegsflugzeug werden über ihre Lebensdauer 2 Billionen Dollar kosten. Nuklear Widerstand ist kein kriminelles Verhalten, sondern Verbrechensverhütung. Yeah. Nuklear Widerstand bedeutet das Verbrechen der Planung und Vorbereitung eines Atomkrieges zu stoppen oder zu verhindern, eines Krieges, der Millionen von Menschen töten und alles Lebendige vernichten würde. Nuklear Widerstand bedeutet eine irrsinnige Verschwendung von Geld zu stoppen, das für menschliche Bedürfnisse statt für Tod und Zerstörung ausgegeben werden sollte. Ja, danke.